Shalom Aleichem. Thank you for checking in. Chayleinen in Yiddish. Hallo werk van Shalom Aleichem. Band 1. We hebben mijn hoofdkron dus te de massa. Ontvangen lijnen. Ganz geschmack. Sorry. Taibele. Geschrieben in Menu 1884. Taibele. Es ist eine alte Geschichte. Doch bleibt sie immer nahe. Und wenn sie ist passiert, dann bricht das Herz in zwei. Heinrich Heine. In einem kleinen Lechtigzimmer war ein klein offen Fenster. Es gesessen Taibele. Ein junge Mädel von der Jahr 18. Mit einer Arbeit in der Hand. Ihr Schein lechtig Brunnen hat bewiesen, also sie ist zufrieden. Ihre tinkle, glänzende Augen haben gebrennt wie Feuer. Ihre schwarze, gekreiselte, kurz hintergescheurene Haar haben verstellt von beiden Seiten ihre verflammte Backen. Und auf ihr kleinen Meilchen hat gespielt der zufriedene Schmeichel. Und ihre kleine Vase endlich hat sie ja weggelegt, die Arbeit in der Saat. Hat er warf getan mit dem Kopf, verscharrte Hur, sind aufgelegt beide Hände auf dem Herzen und hat geworfen ihre scheine schwarze Augen auf den jungen Mann, wo sie gesessen hat gegen ihr und hat geleint ein Brief. Das ist gewesen ein heucher, scheiner Mann von der Jahr 20, mit einem weiß, kalchdicken Gesicht, mit blauen Augen und blonder Hur. Gekleidet ist er gewesen, sehr elegant, europäisch, für unsere halb aristokratische, gewirische Kinder. Eine schwere, massive, goldene Keit mit sehr teuren Stein angesetzt in dem Ring, wo sie hat getrunken, in der Zieh sein rein weiß Gesicht mit seiner ausgeglätten weißen Hand haben gewissen, als er ist gewachsen, war auch Eltern. Ihn hat noch nicht gewusst. Was heißt arbeiten? In der Welt, von wann Reichkeit nimmt sich. In Englisch heißt es, I didn't know the value of a dollar. Das ist gewiss ein jüdischer Finanzprinz. Einer von denen, wo es Gläubigen nicht stehen, wo es beklugt sich auf die schlechte Zeit. Er meint, also darf er soll leben. In der andere soll sich leben, wie er versteht. Nur wir wollen sich noch bekennen, ganz nun mit unser Held. Moritz, was klärt ihr die entfernende Mitte auf dem Brief? Hat ihm das Mädel plötzlich mal frei getun? Moritz ist heute geworden, hat er nicht bald gekannt entfernen. Er ist aufgestanden von der Bänkel und ist ein Kapurmul durchgegangen hin und zurück. Dennoch hat er sich gesetzt neben dem Mädel. Und hat genommen ihre Hand in seine Hände und hat lang gekickt ihr in die Augen. Er hat gesagt zu ihr, was fragt ihr mich, ob es Hand, was ich klär, ihr zu entfernen in, auf einen Brief. Dasselbe, was auf alle ihre Brief. Das Mädel hat ein bisschen nur getracht und hat still herausgezogen ihre Hand von seiner Hand und hat herumgelassen die Augen. Moritz hat sich angebeugt und hat ihr gewollt ein Kick tun in Punem. Sie hatte ihm mit beiden Händen einen gehabten Hals und hat ihm lang gekischt den Kopf in die Augen. Teiere, teiere Moritz, die bist mein Freund. Teiere Moritz, samer Meuchel, ich bin ein Schlechter, was straft mich? Ich bin dich nicht wert. Ich kläre auf dir schlechts. Als die Geister weg und ich sehe dich nicht, wärst du bei mir? Und im ganzen Glanz. Die weist mich aus, klein, urem, niedrig, falsch, noch ärger vom Falsch, schwach, schwach, Moritz. Ich hab Feind der schwachen Menschen ohne Charakter. Ärger, hundertmal ärger von der Falschen, von einem Mörder. Ein Mörder ist ein schlechter Mensch, nur ein Mensch. Aber dem,
Bijs charakterne is goer kein mensch nisch bij mir. A flieg, a worm. Bij die verte had hij wel haar rausgelast molletzen van ihre orms en is wieder geblieben sitzen still en had naar gekickt op hem. Moritz is gewend verwindet über ihr handige Aufführung. Er hat ihr gesehen. Er hat gesehen, als sie ihr Hand zerriedet, hat wird sie lebendig in den Winter und hat wird sie vertracht in etwas so immer. Als das Herz kann zerrissen werden, kicken die auf ihr blass Gesicht. Es ist etwas nicht gedärgert, eben. Teibel, Mann, Teier, du bist heim nicht mit allem. Sog dem Emes, was ist mit dir? Was klärst du jetzt? Wo sind denn deine scheine Augen so vertracht? Was bedeutet den Wolken, was wird plötzlich übergezogen auf dein Scheingesicht? Ich kann dich nicht vernichten, dachte ich, so, was ist mit dir? Bezweifelst du mir? Und dann, Moritzen, du weißt, ja so, ich hab dich lieb, ich darf das dich nicht erzählen. Ihr darfst es mir nicht erzählen, hat Teibele übergesucht seine Werte vertrachte früher. Und wo sie denn soll ich leben? Wir werden doch bald glücklich sein. Meine Mutter wird noch auf ein Chaosbad kommen. Soll ich ihr bald meine Pläne. Sie wird sich das erfreien. Sie wird dich annehmen wie ein Kind. Ach, Moritz. Wir sind ja ein Kind, in der Zieh noch ein verzerrtelt Kind. Ich rette dich allein an, Gott weiß, was für Narrigkeiten. Ich rette dich allein an, Gott weiß, was für Narrigkeiten. Ich will mich kicken auf die andere Seite von dem Abbeier. Ich hat dich erst allein geleint, ihr Brief. Ihr versteht ihn nicht. Zilli wuss, sie tut euch ein Kopf mit der Familie Notkin und mit den seltenen Males von dem Mamsel-Notkin, welche hat sich noch die Werte von eier Mütter gemacht verliebt in eier Puh dreht. Nu, wer hört sie? Hat Moritz geantwortet im Geheimdick über dem Zimmer. Ich lebe nicht mehr mit dem Mamas-Zeichel. Ich bin nicht der Mamas-Kind. Sie wird nicht wählen? Was heißt? Warum soll sie nicht wählen? Weil mein Karl hat kein Geld nicht. Narrigkeiten. Ich habe allein Geld und darf gar nicht kein Geld. Jiches, wuss, zeug mir jiches. Sie wird Meure hupen von jüdischen Meiler. Mehr wird sagen, als Moritz, Golde Silbermann, sie ben Juchid, hat Chasne gehad, war ein Uhrenmeidl, wuss keiner weiß sie nicht. Wer hört sei, wuss bin ich, ein Kind? Ich bin ein Mannsparschein. Ich kann bestehen für sich. Ich bin frei. Keiner smeiert nicht, mich zu stehen, mein Glück erfülle mein Mitte. Ich gehe bald daheim und schreibe ihr einen Brief. Ich schicke ihr Hand an der Depesche. Weiß nicht, was das meint. Ich gehe schon direkt. Efter an der Depesche meint das also wie ein Dispatch in Englisch. Ein bisschen was man schickt da raus. Wo es weiter Moritz hat gerettet, ist er als mehr verflammt geworden. Man hat gesehen, als er rettet aus Ernst, mit Gefühl, mit dem ganzen Herz, mit dem rechten Emmes. Teibel aber ist langsam zugegangen zu ihm und hat ihm umgeriet bei der Hand. Moritz, genieg! Eilt dich nicht so. Wir darf nicht telegrafieren kein Karlsbad. In der Mitte darf Giecher heimkommen. Wir wollen noch oben Zeit, ihr zu suchen. Moritz ist ein bisschen gestillt geworden und hat gesagt, nu, will ich ihr einen Brief schreiben? Also ich bin so glücklich. Moritz, mir darf das auch nicht. Sie wird nicht verstehen, euer Glück. Sie kann das nicht verstehen. Aber als sie wird kommen und ihr wird mit ihr persönlich reden, wird es anders sein. Jetzt geht er heim. Zwischen Seiger 2. Komm nicht heim, komm morgen früh. Ich bin heim, vernimm den ganzen Tag. Adieu. Moritz hat auf sich heraufgeworfen, dem Oberrock, er hat aufgesicht im Hit mit dem Stecken und hat geklebt, mal wegzugehen. Er ist gegangen zum Teibeln und hat ihr gegeben die Hand. Die gleibst mir, Teire,
Moritz, hat sie ihm geantwortet. In ihre Augen haben sich wieder umgezündet. Moritz, ich kneipe dir. Teure, teure Moritz, samer Meuchel, meine narrische Gedanken. Ich kleib dir, Moritz, du bist mein Leben. Moritz ist schon gestanden bei der Tür. Teibel hat ihm zurückgerufen und hat ihm gesagt, Moritz, ich bin im Ganzen Dana. Du bist bei mir alt. Und dir bin ich gut nicht, Moritz. Als die Geist nur heraus von dem Tier, weist sich mir aus, als ich will dir schon mehr nicht sehen. Was will ich tun? Samer Meuchel, teure Freund, Mann. Dan Tabele ist ein narrisch Kind. A kaprisne Mädel. Ha, ha, ha. Moritz ist er weggegangen, vertieft in Gedanken. Er hat gut nicht gekonnt, verstehen ihre Werte, ihre Gelächter. Er wollte sich aber noch mehr verbinden. Wenn er soll sich gewähnen, imkehren zurück. Er war getroffen, Teibelen im Bett, vergossen mit heißen, bitteren Tränen.